Winke da draußen, mein Name ist Mario und ich zock heute für euch, beziehungsweise mit euch, eine weitere Runde Pflanzen gegen Zombies, der Überlebensmodus. Letztes Mal haben wir den Nebel überlebt, heute überleben wir hoffentlich das Dach. Ja, schauen wir einfach mal, wie wir das am besten geregelt bekommen. Also auf jeden Fall ist ja Tag, dann machen wir so und so. Ich weiß gar nicht, ich nehme dich mal trotzdem lieber sicherheitshalber. Alle meine Notbremsen, Hochwalnuss brauche ich zwar eigentlich. Oh, die brauche ich auf jeden Fall. Egal, ich kann mit der Hochwalnuss, mit den Hochwalnüssen trotzdem schon mal anfangen dann. Zuerst mal kümmern wir uns wie gehabt um die Sonnenblumen, dass wir anständig Sonnen bekommen. Und die ersten zwei Zombies, zwei, drei vielleicht, kann man hier immer ganz wunderbar mit den Kartoffelminen schon plätten. Da kommt schon der erste. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich brauche die, muss die Blumentöpfe natürlich auch. Hier kommen die, hier sollen meine Melonapulte hin. Hier die Kornis, da nochmal Kornis. Und hier meine Hochwalnüsse. Das heißt, ich brauche, oh, nicht gerade wenig. An Blumentöpfen. Das bumm. Hopp schon. Ach, hopp schon. Komm schon, wollte ich eigentlich sagen. So, bling, bling, bling. Ah, ich denke, den nächsten können wir vielleicht auch noch. Den nächsten können wir vielleicht. Vielleicht. Ja, doch, geht noch. Geht noch. Ich kann ja gleich schon mit dem ersten Melonapult aufwarten hier. Ja. Dann mach ich das doch gleich mal. Warum damit hinter den Busch halten, Mensch? Oh. Hätte ich das Melonapult mal lieber woanders dahingesetzt, ne? Das wird so nix. Das wird so nix. Das reicht nämlich leider nicht. Nee, das reicht so nicht. Blem. Blem Blatt gemacht. Ja, aber nochmal, lass mich nicht dazu. Schneller Kornapult. Da muss auch noch eins hin. Das ist nicht gut. Dann so. Immerhin hat hier oben schon mal seinen Arm verloren. Hier ordentlich. Ordentlich angestresst schon. Dafür, dass wir gerade erst angefangen haben. Bin ich doch schon ordentlich angestresst, ja. Aber so soll es ja auch sein. Soll ja auch Spaß machen. Wenn ich daran denke, wie das im Rätselmodus gewesen ist, das war ja schlimm. Das ging ja. Da ist ja gar nichts mehr. Da konnte ich ja. Das hat ja alles nur noch eine Minute oder zwei Minuten gedauert. Da war ja alles schon wieder durch. Und das macht dann natürlich auch keinen Spaß. Also mir zumindest macht das dann. Macht das dann keinen Spaß. Ach so. Ach, die Melonapulte wirken auch auf die benachbarten Reihen. Ich dachte erst, wenn man die auf diese Winter. Dinger upgradet, erst dann würde das auch über zwei Reihen gehen. Ach so, das gar. Das muss man mir doch sagen. Das muss man mir doch sagen. Tu Ratte.
Ja, wenn ich jetzt nochmal ordentlich Sonnen abgegraben. Ich muss dann halt gleich mal gucken, wo ich mein nächstes... Hey! Wo ich mein nächstes Melonapult hinsetze? Wie wär's mit hier? Ich glaube, das hackstückelt. Hier, meine wichtigen Töpfe wegfressen. So geht es aber nicht. Und auch noch anfangen, meine Pflanzen zu knuspern. Husch! Noch mehr Zombies. Sieht noch nicht so gut aus. Ich fühle mich noch nicht so sicher. Ja gut, Sonnenblumen brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr. Was ich auf jeden Fall brauche, sind meine Notbremsen, ganz offensichtlich. Töpfe auf jeden Fall. Ich würde sagen, nehme ich dich noch. Sicherheitshalber. Hierfür zum Bleistift. Können wir gleich mal anfangen. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal überall mit einer Reihe Cornerpulten und einer Reihe Melonapulten schon mal relativ gut aufgestellt. Sage ich jetzt mal so. Da ich wieder eine Hochwaldnuss setzen kann, genießt die natürlich aktuell noch Priorität. So, immer schön gucken, wo wir jetzt am nötigsten gebraucht. Ja, sorry, ich habe schon wieder Frosch im Hals. Weiß nicht, woher das kommt. Verzeiht es mir, aber dann ab und zu mal quakt. Er meint es nicht böse. Der will nur spielen. Quasi. Will nur keiner mit ihm spielen. Quasi. Und er ist nicht mal selbst dran schuld. Nicht mal quasi. Na. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Aufladung von der Hochwaldnuss ist schneller, aber das mag ich mir natürlich einbilden. Weil ich mich ehrlich gesagt zu bezweifeln wage, dass sie wirklich schneller ist. Geworden ist. Wie auch immer. Ah, sind wir doch gleich schon fast durch eigentlich. Was unser Sicherheitspolster angeht. Was danach kommt, ist, wie man so schön sagt, Makulatur. So, und schon. Oh, jetzt ist der hier noch in der Aufladung, der Kürbis. Ja, die riesige Welle von Zombies, die kann ruhig kommen. Das kratzt mich gerade mal gar nicht. Ja toll, jetzt schießt er nur auf den hier vorne. Mein Schneekopf. Hier, Aufladung. Lad mal ein bisschen schneller. Na gut. Achso, die Aufladungen bleiben ja da stehen. Wo sie dann aktuell sind. Zwei Flaggen habe ich schon überlebt. Oh, Mist. Jetzt kommt Mr. Ballonzombie. Dann so. Und natürlich weiterhin so und so und so und so und so und so, dann wohl ganz offensichtlich nicht. Dann nehmen wir dich halt wieder weg und dafür machen wir mit dir weiter. Ich hoffe, das funktioniert so. Ah, cool, guck mal, ich kann meinen Rasen anzeigen lassen. Weiter mit Kick. Okay, los geht's. Ja, dann sorge ich mal dafür. Jetzt habe ich aber Sonnen hier. Oh, Mass.
Kommt, Mr. Aufladung. So. Eigentlich müsste ich ja warten, aber ich habe Angst, dass es dann zu spät ist oder was zwei auf verschiedenen in verschiedenen Reihen kommen und ich nicht schnell genug meine Kaktusse hinterher setzen kann. Immer schön die Ohren aufhalten. Auf ein oder so ähnlich. Eigentlich könnte ich mir das gleich merken. Ich könnte gleich anstatt zwei Reihen Cornerpulte könnte ich gleich eine Reihe mit den Kaktussen. Ich finde das schlimm, dass das jetzt wirklich Kaktusse heißt. Ich habe das noch anständig als Kakteen gelernt. Genauso wie ich es als Pizzen gelernt habe, nicht Pizzas. Naja. Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich kann es auch nicht leiden, aber ich kann es halt auch nicht ändern. Von daher. Naja. Fast hätte ich schon wieder gesungen. Das ist schlimm mit der Musik. Mal ganz im Ernst. Hier, yeah, du Aufladung bist jetzt aber schnarchig. Um es mal so zu sagen. Hier, yeah, gleich kommt schon Welle. Und ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Du musst doch jetzt auch mal langsam. Ah. Mitten ins Gesträuch. Und ich habe keine Dings dabei. Euch geht's wohl nicht ganz gut. Fuck. Toll. Jetzt muss ich nächste Runde den Scheiß auch noch mitnehmen. Kann ja auf eine von meinen Notbremsen verzichten. Braucht die scheinbar hoffentlich eh nicht. Jetzt, wo ich es gesagt habe, ist natürlich Schluss, weil jetzt brauchst du dann auf jeden Fall, aber. Ja, ja. Bungie, die kommen auch. Und so ein Flattermann ist auch dabei. Brauche ich eigentlich nicht. Mach mal so. Sicherheitshalber den und den und dich und das und den. Und so und so. Das ärgert mich jetzt, dass der mich einfach meine Mädels weggefressen hat. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht! Ja. Sonnen sammeln. So, schon sind wir wieder da, wo wir hingehören. Naja, fast sind wir schon fast perfekt. Fast sind wir schon fast perfekt, ist auch nicht schlecht. Nein, fast. Komma. Sind wir schon fast perfekt. Nee, das geht auch nicht. Okay, ich hab scheiße gelabert. Kann doch mal passieren. Und wenn ihr weniger scheiße haben wollt, dann tut's mir leid. Sorry, dann müsst ihr halt auf einen anderen Kanal gehen. Bei mir gibt's zu viel Scheiße. Wie zum Beispiel klingelnde Telefone oder ähnliches. Nicht, dass im Hintergrund mal gerade unser Festnetz klingeln würde. Leider ist meine Frau nicht da. Normalerweise wäre die jetzt gehechtet. Aber da sie nicht da ist, kann sie auch nicht hechten. Wo ist das? Das muss halt klingeln. Wenn es wichtig ist, ruft er nochmal an. Ganz einfach. Ah. Schon fertig. Ist nicht noch irgendwas? Nö, gell? Hab ja jetzt alles. Ja. Yeah. Football-Zombie. Ich glaube, ich muss dir doch mal ein bisschen Feuer unter den Eiern machen. So, geht doch. Gibt's gebrannte Nüsse? Das
sind sehr lecker. Und gut. Ist. Ja, mach doch. Knusper und knabber doch hier an dem Kram. Bis du fertig bist, fliegt dir schon der Kopf fort. Dass das Ding so lange in der Aufladung braucht. Ach, kommt gleich die Welle. Also, da haben wir doch schon. Geht natürlich auch in die vorderste Reihe jetzt auch nochmal jeweils. So eine Hochwallnuss setzen. Kling. Ah, nein, nicht meine Pflanzen klauen, du Drecksack. Und dann hat er noch so. Nein! Geh weg! Scheibenkleister! Naja, Scheiße kann ich ja sagen. Scheiße! Das ist so! Ja, sorry, ich bin das noch gewohnt. Als unser Sohn immer noch kleiner gewesen ist, haben wir zu den Eltern gehört. Sie versucht damit möglichst wenig. Och du Scheiße. Mit möglichst wenig Schimpf- und Fluchwörtern unseren Sohn immer groß zu ziehen. Nee, so sollte es gut sein. So sollte es gut sein. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was ich eigentlich wollte. Eigentlich wollte ich diese komischen Tretminen, diese Stachelkräuter, Stachelkrautdinger noch mitnehmen. Aber irgendwie habe ich es leicht verpeilt. Das ist aber nicht schlimm. Dafür bin ich der Mario. Ich darf das, ich hab einen Darfschein. Wie man hier in Hessen sagt. Und zwar zu Recht. Ja, jetzt habe ich hier extra die Jalapenos. Na gut, der wird noch kommen, der Mann mit seiner Eismaschine. Ist ja wahrscheinlich erst in der letzten Welle, damit es sich auch ja lohnt, den Platz eingenommen zu haben, mitgenommen zu haben. Aber ist ja auch nicht so wenig. Hauptsache schon dabei. Und hauptsache den Rest brauche ich nicht. Nicht so wirklich. Und von daher nicht so schlimm. Ja, ich muss sagen, jetzt fängt es dann doch wieder langsam an, so ein bisschen langweilig zu werden. Aber nur so ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen. Nur ein kleines bisschen. Nur ein verficktes kleines bisschen wird es langsam langweilig. Aber ansonsten geht's mir gut. Alles okay. Ey! Köpfe wegfressen ist nicht. Ja. Gold wichtig. Und die knabbern schon wieder an meinem Kürbis. Ich kann nicht mal sagen, habt ihr keine Angst vor meinem gruseligen Kürbis, weil ich meine, das sind Zombies. Was? Die lachen darüber. Der Kürbis fressen. Was sind das Wort, dass die fressen wir zum Frühstück? Oder zum Mittag, je nachdem. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt
Zeit, dass du spesserst und das Maul hältst. Okay. Ist eh gleich vorbei. Schalt jetzt das Maul. Stirb. Achso, ich wollte das Maul halten. So, ab jetzt aber. Ich hab gewusst, dass... Oh, so das Maul halt. Ich hab gewusst, dass da zwei auf einmal kommen, wollte ich eigentlich sagen, aber naja. Jetzt hab ich ja doch dieses Maul gehalten. Genau deswegen. Achso, brauche ich ja nicht mehr. Brauche ja nichts mehr nachzurüsten. Ist ja fertig dann jetzt hier. Hey, baba. Ich glaube ja. Ach nee, doch nicht. Ich glaube ja irgendwie doch, wollte eigentlich sagen, aber hat sich dann doch erledigt. Ja, ich würde sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, wie ihr seht, das war's mal wieder. Dann lasst mir doch einfach ein Like da oder abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Bis zur nächsten Runde.